In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Baba holt einen Kaffee, ne? Ja. Ja. Hi, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Oh ja, ich muss mich jetzt anmelden wegen der Geburt. Bis der nächsten Monat. Also, wir haben jetzt den 10. Noch knapp 40 Tage. Das ist nochmal gespannt, ne? Auf jeden Fall ist Linas Bestellung da bei Ernstins Family und Adel wollte auch kurz zum Friseur. Ob er das jetzt schafft, weiß ich nicht. Wir können mal gucken. Und sonst bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit der. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Anmeldung abläuft. Ich weiß nur, dass ich mein Dingens mitbringen muss. Mutterpass. Übrigens melde ich mich im Krankenhaus Kalk an, für die, die aus Köln kommen und immer wieder nachfragen. Da habe ich auch mit Lina entbunden und kann ich nur empfehlen. Meine Hebamme ist auch da. Also sie ist jetzt im Urlaub bis zum 20. aber danach ist sie wieder da. Sie, Lina. Kakao. Oh, your baby. Guck mal. Jetzt kommt es. So weiß was. Warum willst du über die Kamera? Hi, Dodo, Papa, Dodo, Anne. Vorsicht, du Stück, Vorsicht, Anne. Anne, nur da. Anne. Papa, nur da. So, Dodo, nein. Tomate, komm mal. Lina, schämt sich gar nicht. Nein, Tomate, bitte. Ei. Hi, Anna. Lina, wo sind wir? Im Krankenhaus. Mein Hund da. Wir sind beim Arzt. Mein Hund da. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe euch ja gesagt, dass wir bei der Anmeldung waren. Habt ihr auch gesehen. Wir haben uns jetzt angemeldet im Krankenhaus. Wir haben auch eine super, super liebe Zuschauerin getroffen. Sie hat vor 7 Wochen entbunden. Ja, war schön, dich gesehen zu haben, weil sie meinte auch, sie guckt alle Videos von uns, dann siehst du das jetzt bestimmt auch. Ansonsten, Oder ist jetzt zum Friseur und morgen ist er dann zu Hause. Und morgen ist auf jeden Fall sein Tag, da kann er mit seinen Freunden raus und schaut mal Ninas Dingens. Die Haare sind gewachsen, seht ihr das? Ja, wir machen jetzt mit Lina Pizza, ne? Wer hat die Pizza? Tschüss. Oh mein Gott, ja. Ja. Aua.
Das ist kein Auerschatzi. Nee, das sollst du nicht so machen. Ja, auf jeden Fall wurden in der Zeit, wo wir da gewartet haben, zwei Frauen rausgelassen. Weil sie halt, ne? Die Babys fit waren anscheinend fürs nach Hause gehen. Und das war sowas, das voll schön, finde ich. Wenn die dann mit den ganzen Ballons und Blumen nach Hause gehen und sich dann aufs Zuhause jetzt freuen können mit Kind und Mann. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Meine Hebamme arbeitet ja auch in dem Krankenhaus, wo ich entbinden werde. Da freue ich mich mega drauf. Ich hoffe, sie wird an dem Tag da sein. Ich muss jetzt nach ihrem Urlaub anrufen und fragen, ob sie auch bei meiner Geburt dabei ist. Weil das wäre für mich eine richtige Erleichterung. Das will ich nämlich auf jeden Fall. Mit ihr hatte ich wirklich sehr gute Erfahrungen. Habt ihr den Geburtsbericht gesehen? Und sonst gibt es eigentlich nichts. Die hat uns jetzt angemeldet und wir haben direkt von vornherein gesagt, dass wir ein Familienzimmer haben möchten. Weil erstens, ich will mein Kind, also Lina, auch genauso dabei haben wie Lia. Wenn ich im Krankenhaus bin, dann können wir wenigstens ein paar Spielzeuge von zu Hause mitnehmen für Lina und sie kann dann da spielen. Ich will nicht, dass sie sich so ausgeschlossen fühlt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Abends wird sie dann bei meiner Mama schlafen. Aber solange wir ein Familienzimmer bekommen, wird sie ihre Spielzeuge da haben. Und Mais, willst du essen? Ja. Okay, warte. Genau, wird sie ihre Spielzeuge da haben und kann dann bis 22 Uhr bei Mama und Papa bleiben. Und Mama kann sie dann später immer wieder abholen. Ja, Familienzimmer hatten wir auch bei Lina. Ich finde das so viel entspannter als gesagt. Deswegen habe ich das jetzt von vornherein gesagt, damit sie nicht später sagen können, nee, wir haben kein Zimmer frei. Natürlich hoffe ich, dass wir Zimmer haben. Schatzi, ja, aber wir brauchen auch ein bisschen Mais für die Pizza. Warte bitte. Komm, setz dich mal zu mir. Komm. Hoppala. So ihr Lieben, ich räume jetzt die Küche auf. Wir haben auch schon etwas später. Lina hat ihren Mittagsschlaf gemacht. Sie ist auch wirklich... Sie war lange am Schlafen. Ja, das Essen von gestern schmeiße ich jetzt weg. Da ist ein bisschen übrig geblieben. Und dann... Oh, dann hat sie gestern Nacht auch sehr viel gegessen. Sie hat sich eine kleine Pfanne voll gemacht. Das ist gewärmt. Und zwar haben einige gefragt, wie man die Decke denn... Also wie sie hält, wie man den Reißverschluss dran machen, wie man den Gurt dran machen kann. Das habe ich euch gar nicht gut erzählt. Und zwar, also ich muss erstmal sagen, die Decke ist total weich und die ist auch nicht zu groß. Also die ist einfach so, also für, perfekt für Neugeborenen. Und dann habt ihr so Schlitze, das ist dann für oben, da kommen dann die beiden Gurte dran. Und hier kommt der Verschluss rein. Dann könnt ihr das ganz normal auf das Maxi-Cosi drauflegen und dann zack, zack, zack zumachen. Hier ist dann so ein Klettverschluss. Und hier auch, Moment. Genau, und dann macht ihr das so. Und das kommt natürlich vorher, ne, rein. So, und dann liegt unsere kleine Lia hier drinnen. Ist auch perfekt so. Wenn die dann, wenn du draußen bist und sie sind eingeschlafen im Auto, ist das einfach perfekt. Da müsst ihr halt nicht so eine große Decke mitschleppen. Ja, ich freue mich schon so sehr, die Sachen auszutesten. Und hier ist dann die Mütze. Süß, ne? Ich freue mich so sehr, ehrlich, Lia hier drin zu sehen. Und ist ja nicht mehr lange, ne? Wir freuen uns unheimlich auf sie. Wir haben heute schon im Krankenhaus gesagt, wir können das noch gar nicht... Ja, Schatz, das ist... Nee, das ist mein Akku. Wir können das noch selber gar nicht fassen, dass es jetzt bald so weit ist. So ein, wenn wir uns vorstellen, wie klein Lina damals war und jetzt bald ist Lea auf der Welt, ist das schon richtig krass. Na, jetzt räume ich erstmal die Küche hier auf und Lina wollte mir dabei zuschauen, ne? Und dann, filmen wir, glaube ich, morgen. Willst du was erzählen? Ja, bitte. Baba, Baba, mit da, da. Da, meine
da, ba, 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 emet, nei, da, 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 ba, da, 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 ba, da. I tried giving you my heart, now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. Now I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time, but I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay, I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you'll hurt me bad. It's alright, it's okay, it's alright. I did everything for you, even though you gave me nothing back. I guess that I wasn't enough this time. I tried to be perfect and keep you happy all the time.